Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir kämpfen weiter gegen die dritte Spinnenkönigin. Und die ist schon heftig, finde ich, die dritte. Aber die ist schon heftig, finde ich, die dritte, Leute. So, Leute, wir müssen halt immer wachsen. Oh, nee, das ist nicht so, Leute. Und immer drauf. Die Dinger schnell weg, wir müssen ihn brauchen, wir haben noch die fast die Hälfte noch, aber. Die Hälfte haben wir schon zu nehmen wieder. Und jetzt müssen wir den restlichen die Hälfte auch noch eliminieren. Aber den schaffen wir schon, Leute. Jetzt gehen wir mal richtig Druck auf den. Immer drauf, wir müssen den besiegen, Leute. Und dann noch so 35 Minuten Zeit für den Kampf, Leute. Boah, jetzt gehen wir mal richtig mit Tempo. Boah, jetzt haben wir ihn richtig geräumt, Leute. Alter, Mann, das war ein Kampf 3 gegen einen. So, da haben wir noch einen, hoffentlich kriegen wir den noch, Alter. Das war ein heftiger Fall, aber wir haben ihn ja richtig. Und das ist das Wichtige, Leute. Wir sind erfolgreich aus der Mission rauskommen. Die Kraft der Kraft.
und haben wieder ein neues Mitami bekommen. Und wieder eine neue, zwei neue Mitamis wieder bekommen. Oh, wir räumen aber echt ab, finde ich, Leute, so viele Mitamis auf einmal kriegen. Extrem gut, aber das ist auch schwer. So, Leute, oh, jetzt haben wir wieder alles gepackt. Natürlich tun wir uns jetzt wieder mit dem Defenden machen. So, ja, oh Mann, das war ein Kampf wieder. Aber wir haben ihn wieder erfolgreich abgeschlossen. Und das war das Wichtigste, finde ich. So abschließt, dass man wieder gewinnen kann. Oh Mann. Ja. So, jetzt schauen wir mal, was man noch hier so machen müssen. Ach, der Weg hasse ich manchmal. So, schauen wir mal, ob jemand ist. Okay, sie kann weiter eine. Okay, Mann, wir können keine weitermachen. Okay. Schauen wir mal, können wir da ein bisschen warten? Nein, heute nicht. Heute ist Männerabend. Oh. Aber ich denke, wir versuchen trotzdem, weil ist mir besser zu versuchen, Leute. Dann kriegen die anderen immer gut Power, aber okay, wir machen eh nicht viel mit den männlichen Charaktere. Finde ich, ja. Machen wir eh mehr mit den anderen. Den mag ich aber nicht so gern, der Typ. Der Fukaku, den finde ich nicht so gut. Der ist nicht so mein Typ, aber ihr könnt ja sagen, welche euer bester Kämpfer ist. Würde mich mal sau interessieren, Leute. Wer für euch ein guter Kämpfer sein kann. Oder wenn ihr gut findet, weiß man ja nicht, wenn ihr gut findet. Würde mich auch mal interessieren. Oh. Eines von einer Schwester, okay. Wie gesagt, ihr könnt dann immer Pause machen und nachlesen. Eine wahre Story? Meine, die Brüder und Schwestern von Slayer, okay. Okay, verstehe. Mal schauen, was jetzt noch so abgeht, Alter. Weiter passiert hier in dieser Geschichte. Sie hat, ja, sie denkt, oh Gott. Kann jetzt noch eine, noch mal eine Pause machen, Leute. Ich will ja nicht zu überanstrengen. Okay, Dinger, können wir Kenny weitermachen? So, Leute, jetzt müssen wir. Oh ne, jetzt müssen wir gegen Yao Lux. Gegen Unoharo. Oh man, das wird ein 8 schwer. Und dann haben wir. Und dann müssen wir gegen einen Venom. Die Prinzessin, Leute, guck mal, das ist ja, okay, aber erst machen wir einen Yelox und Howard. Bisschen heftig, finde ich. Aber die schaffen wir schon, Leute. Wir sind ja ein starkes Team. Wir haben ja ein richtig gutes Team und dann schaffen wir alles. Bei denen das Dream Team von den Slayer ist immer wichtig. Okay, damit wir. Okay, das heißt, wir sind. Aha, das heißt, wir sind. Hä, wo ist denn das? Oh Gott. Er ist wieder zurück. Mr. Mount, Dark Mount. Unser Dartmouth ist wieder on the road.
So, jetzt haben wir wieder unser Dartmouth-Killer. So, mein erstes ein bisschen schwächer an den Beinen. Dann braucht man Mundwasser, stinkt etwas. Hat einer einen Tic-Tac oder so, Leute? Dann können wir ihn nur, aber dann braucht man ein großes Tic-Tac. Ein sehr großes Tic-Tac. Aber. Großes Tic-Tac, den machen wir nicht mehr drauf, Leute. Immer dolle drauf. Zum ersten Mal wieder eliminiert, bisschen, aber wir kommen natürlich weiter. So, jetzt testen wir unser erstes Mal, wie weiter ist. Hüte sind schon im gelben Bereich. Okay. Das heißt, wir haben ihn schon fast geschwächt. So, jetzt tun wir ein bisschen an Beine, Arme zerstören. So, jetzt hat er schon gleich ein Bein weniger, Leute. Und weiter geht's im nächsten Arm. Und Bein weg hier. Und das ist immer gut. Ah, da ist ein Bein. Okay, Leute. So, jetzt haben wir gleich sein zweiten Bein eliminiert. Somit kann ich sag, steht er schwerer. Und das ist halt ein Vorteil, wenn er schwerer steht. Dann haben wir... was waren das für komische Dinge? Bleiben gleich da, aber dann kommen wir immer besser. Gut. Also ich glaube, da waren noch nicht beim Zahnarzt, Leute. Da waren noch nie beim Zahnarzt, aber wir bringen ihn zum Zahnarzt, oder Leute?
Wir müssen ihn zum Zahnarzt bringen, Leute. So Leute, wir haben ihn endlich besiegt, Leute. Den zweiten. Das heißt ja schon was, Leute. Wenn wir schon den zweiten besiegt haben. Ja Leute, das ist immer heftig, finde ich. Wenn wir gegen viele kämpfen müssen und dann auch noch müssen. Ja, oh, warte, so hoch müssen wir glauben, oder? Ja, genau, so hoch müssen wir. So, dann kämpfen wir noch mal gegen ihn. Tun wir uns erstmal wieder ein bisschen Power machen und dann geht's in den zweiten Fight. So, ich mach erstmal die Dinge, die Leute mal am Arsch. Dass die mal erstmal uns ziemlich stören hier. Und dann holen wir uns die ganzen Dinger wieder. Die Materialien. Wir brauchen Materialien. Oh, Lava. Ah, da drüben ist noch was. Und noch einer. Okay. So, holen wir noch das Material. Ist immer wichtig, die ganzen Materialien zu sichern. Wie da hinten, da ist auch noch Material. Und dann helfen wir den anderen weiter, leider. Oh, da sind noch zwei, okay. Den müssen wir auch noch eliminieren. So, und jetzt können wir uns gegen ihn mal weiter angreifen. Der erste Arm ist schon fertig. Wow, das ging aber schnell, Leute. Aber ich denke, euer Peter Gaming sagt wieder Tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.